Uns live vom Zukunftstag Mittelstand hier beim BVMW. Neben mir sind Daniela Dodorova und Oliver Gürtler von Microsoft Deutschland. Erstmal eine generelle Einstiegsfrage. Wie ist das hier wieder bei so einer Präsenzveranstaltung zu sein, Daniela? Vielen Dank. Also es fühlt sich ein bisschen unrealistisch, muss ich sagen, nach so vielen Jahren virtuell mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen, aber auch sehr, sehr viel Energie ist dabei und ich freue mich auf tolle Gespräche. Ja, und für dich? Ich finde es großartig. Allein die Lärmkulisse, das mal wieder live zu erleben, die persönlichen Kontakte, uns geht es wie jedem anderen auch. Es ist einfach ein Unterschied, ob man sich persönlich in die Augen schaut oder über einen Bildschirm. Obwohl natürlich Microsoft dann von der Remote-Arbeit kräftig profitiert hat. Teams war in aller Munde. Insofern sind wir natürlich auch beim Thema Nachhaltigkeit. Das war natürlich schon eine relevante Komponente. Absolut. Also es gab bedingt durch Covid und die Pandemie tatsächlich einen enormen Digitalisierungsschub. Ja, Themen, die man vorher schon wusste, wie zum Beispiel die Fähigkeit, remote zu arbeiten, über Teams Dokumente auszutauschen, das kannten viele. Aber gezwungen durch Covid hat jeder plötzlich gemerkt, was für ein Nutzen dahinter steckt und wo die Vorteile sind und was aber auch noch zu lernen ist. Ja, und so schlecht waren wir da in Deutschland gar nicht. Es gibt ja sogar eine internationale Studie von der Zentralbank in Irland, die sagten, nur die Schweiz lag vor Deutschland bei den Remote-Arbeitsplätzen. Also dann hat das ja ziemlich gut geklappt. Nein, es ist wirklich großartig, weil es ist ja nicht nur die Technologie, es ist zwar ein tolles Beispiel, wie Technologie helfen kann, Herausforderungen zu lösen. Trotzdem bedingt das ja auch, dass ich meine Mitarbeiter anders managen muss, dass ich mich um deren Wellbeing, Caring kümmern muss, dass ich Wege finden muss, wie ich sie mitnehme, neue Mitarbeiter mitnehme und wieder connecte mit dem Unternehmen. Und das alles in einem Remote-Szenario. Das war schon großartig. Das ist ein tolles Beispiel für den deutschen Mittelstand, wie schnell die Herausforderung angenommen und aber auch umgesetzt wurde. Ein wichtiges Thema dabei ist natürlich auch Datenkompetenz, der Umgang mit Daten in unterschiedlichen Szenarien, ob nun Daten in der Cloud abgelegt sind oder auf eigenen Servern. Wie wichtig ist das Thema Datenkompetenz für den Mittelstand? Datenkompetenz und digitale Kompetenz generell ist sehr wichtig für die Zukunft für jedes Unternehmen. Das Nutzen von den Daten, was in einem Unternehmen entstehen und daraus Schlüsse zu ziehen, wie entwickelt sich das Business, wie kann man bessere Entscheidungen treffen, schnellere Entscheidungen treffen oder neue Business-Ideen generieren, ist sehr, sehr wichtiger Bestandteil der heutigen Entwicklung und für den Mittelstand. Da spielen die Daten eine ganz große Rolle. Was wir merken aber ist, dass es eine neue Art von Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt werden, damit mit diesen Daten auch was Nützliches entsteht. Was wir gestartet haben vor 2 Jahren ist Skills für Mittelstand, damit wir eigentlich Unternehmer, Unternehmerinnen, Entscheider auch befähigen, mit mehr Mut und mit mehr Optimismus in diese Potenziale und diese Chancen zu gehen und für sich mehr Gewinn zu erzielen. Und wir sprechen auch später darüber, dass wir uns mit BVMW auch stark machen für Mittelstand und Campus Digital zusammenlaufen, um diese Entwicklung weiter zu beschleunigen. Nun ist der Reifegrad bei der digitalen Datenkompetenz im Mittelstand ja sehr unterschiedlich. Es gibt Hidden Champions, die drehen halt ein ganz anderes Rad, aber in einer breiten Masse gibt es halt noch kräftigen Nachholbedarf. Ja, also ich denke mir, es geht viel mehr darum, den ersten Schritt zu machen, ja, einfach auszuprobieren, den Mut zu haben, einfach zu vertrauen, dass das ein Teil von unserer Gegenwart ist und ein größerer Teil von unserer Zukunft wird, mit den modernen digitalen Technologien einfach zu arbeiten und so viel mehr Potenzial freizuschalten in den Unternehmen. Von daher, ja, auf jeden Fall, es gibt verschiedene unterschiedliche Entwicklungen, aber meiner Meinung nach kommt es mehr darauf, den richtigen Mindset zu haben, sich zu entscheiden, es einfach zu tun. Ja, und ganz wichtig ist dabei auch die Rolle von Microsoft als Enabler. Das wird gar nicht häufig so gesehen, aber wenn man jetzt hier beim Thema Schulkraft sind, auch die Verzahnung mit Fördermitteln, neue Digitalprojekte zu machen, aber auch selbst Schulungen, da spielt ja Microsoft eine große Rolle. Ja, ist ein unglaublich wichtiges Thema, die Digitalkompetenz. Und Gunnar, du hast völlig recht, ja, wenn ich eine Schätzung wagen sollte, dann würde ich sagen, 90% unserer Mittelständler haben noch enormes Aufholpotenzial. Und das ist so wichtig, weil
Weil eine Grundlage der Digitalisierung ist, dass ich nicht mehr alles selber mache, sondern mir Partner suche, mit denen ich zusammenarbeite, ob in der horizontalen oder vertikalen Kette. Aber das ist so, wie wenn sich ein Italiener, ein Deutscher und ein Spanier in Spanien treffen und einer von denen spricht kein Spanisch, dem kommt das alles nur noch Spanisch vor und die anderen zwei machen weiter und digitalisieren und dann gerate ich in Schieflage, in Rücklage. Und deswegen haben wir zum einen einen enormen Partnerkanal, die großartige Partnerschaft mit der Telekom. Zusätzlich bieten wir aber selbst kostenfreie Lernformate, Skills vom Mittelstand oder heute hier der Launch in Zusammenarbeit mit dem BVMW Campus Digital, indem wir relevante Lerninhalte kostenfrei zur Verfügung stellen, um möglichst schnell aufzuholen und nicht im Nachteil gegenüber dem Ausland oder gegenüber Großunternehmen zu sein. Es ist so wichtig zu verstehen, dass die Möglichkeiten der Technologie, der IT, die früher nur Großunternehmen zur Verfügung standen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Serverleistungen, die sind heute demokratisiert. Von Security bis KI kann ich als 5-Personen-Betrieb dasselbe erreichen, habe dieselben Möglichkeiten wie Großunternehmen. Und das mit Freude anzugehen, bedeutet aber, ich muss verstehen, was will ich und kann ich hier überhaupt machen? Was ist Input und Output? Und deswegen ist das Thema Kompetenz so wichtig. Naja, und dahinter steckt natürlich auch sehr viel Intelligenz, auch in der Cloud bei Microsoft, die natürlich dann vom Mittelstand in Anspruch genommen werden. Es ist ja nicht nur Rechnerkapazität, sondern da sind ja auch Anwendungen dahinter, die auf Branchen spezialisiert werden können, von Handwerk bis Dienstleistung. Das wird ja manchmal unterschätzt und das auch noch on demand. Also ich kann dann auch skalieren. Ich muss nicht eine teure Investition machen und habe dann vielleicht ein Wachstumsproblem, sondern ich kann nach meiner Geschäftsentwicklung das skalieren. Das ist ja ein Riesenvorteil, wird aber häufig gar nicht so gesehen. Ich gebe dir recht und wir sprechen immer wieder darüber, was Microsoft Cloud Plattform bedeutet. Ja, weil es ist öfter so, dass man Microsoft von Excel, PowerPoint, Outlook oder sonstiges kennt, aber diese massive Stärke und Größe, die wir durch die Microsoft Cloud Plattform aufgebaut haben und unseren Kunden anbieten, ist noch nicht so präsent und müssen wir dieses Potenzial auch haben und zusammen mit Telekom, mit BVMW machen wir uns stark, genau deswegen, weil es ist schade, ne? So viel Potenzial und so viel Skalierung ist möglich und so viel Neues ist möglich durch die Technologie, die Microsoft entwickelt hat. Es ist schade, dass der deutsche Mittelstand davon nicht Gebrauch macht. Ja, deswegen sind wir auch heute hier mit euch und mit BVMW und hoffen auf mehr Schwung und mehr Aufschwung. Und die Mittelständler können ja auch eure Entwicklerkompetenz dann nutzen. Es gibt natürlich Geschäftsführer, die halt ihr Kernbusiness haben, sagen wir mal in der Produktion. Die sind jetzt nicht die absoluten Nerds und wissen, wo man vielleicht Automatisierungs- oder Rationalisierungspotenziale hat. Aber da seid ihr ja auch ein wichtiger Partner. Denn es geht ja auch um den Fachkräftemangel und da braucht man dann KI, da braucht man Automatisierung, da braucht man Robotik. Das wird dann so vielleicht gar nicht gesehen, aber das wird in den nächsten Jahren total relevant. Großartige Frage, die nicht relevanter sein könnte. CIFO-Institut hat gerade erst gestern eine Studie veröffentlicht, die sagt, dass wenn wir bis 2040 als Bundesrepublik Deutschland denn die Arbeitskräfte auf demselben Niveau halten wollen wie heute, müssen wir pro Jahr über 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland holen. Absolut unrealistisch, weil das Ausland dasselbe demografische Problem hat wie wir. Und deswegen sind es zwei Themen, Produktivität. Ich muss aus den bestehenden Leuten mehr machen können, ohne jetzt Work-Life-Balance zu vernachlässigen. Und zum anderen muss ich Innovationen nutzen, um als Geschäftsmodell effizienter zu werden. Lass dir zwei Beispiele geben auf künstliche Intelligenz und auf den Geschäftsführer ansprechend. Stell dir vor, ein schwäbisches Produktionsunternehmen, Maschinenbauer, der liefert seine Maschinen weltweit aus. Da ist eine Telefonnummer drauf. Die Telefonnummer wird nach 20 Jahren angerufen. Was heute möglich ist,
dass der Anruf über euer Netz bei Teams ankommt. GPT als Bot sozusagen im kommerziellen Business ist vorher gefüttert worden mit den Daten zu den Maschinen und kann jetzt schon als virtueller Agent einen Teil der Fragen beantworten. Der Rest geht an den Dispatcher. Der sieht aber in Teams, was waren die letzten Anrufe, kann ganz anders reagieren. Ja. Der schickt das Ersatzteil raus mit der HoloLens, sodass gar kein Techniker mehr mit rausfahren muss. Und danach schreibt der GPT nochmal eine Zusammenfassungsmail auf Portugiesisch, wenn der Kunde in Brasilien ist. Und das versteht und kann jeder Geschäftsführer treiben. Und wenn du jetzt zwei Geschäftsführer hast, der eine hat das schon realisiert, der andere steht am Anfang, dann sind wir bei dem Thema Kompetenz. Ja? Aber das Niveau müssen wir erreichen, dass jeder versteht, wo ist denn sinnvoll was, mit welchem Output möglich. Und um das abzuschließen, wir sehen anhand von ChatGPT, wie sich diese Entwicklung exponentiell beschleunigt. Ja. Ja, es ist heute in aller Munde. Wir landen es gerade erst im Unternehmensumfeld. Und die Möglichkeiten, die uns dieses Tool bietet, jedem Mittelständler, die machen Freude. Aber ich muss mich eben auch damit beschäftigen. Ja. Also da habt ihr echt einen Scoop gelandet mit ChatGPT. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Wolfgang Walzer, dem Gründer vom Deutschen Forschungszentrum für Intelligenz, übrigens das einzige deutsche Mitglied im Nobelpreiskomitee und wichtigster Informatikberater der Bundesregierung. Der war total fasziniert von dem, was auch möglich ist. Vor allen Dingen steckt ihr da ja noch richtig viel Investment rein und es wird dann beispielsweise auch die Kundenkommunikation revolutionieren, weil man dann sich das immer so erträumt hat, einen virtuellen Concierge, der die Kundenkommunikation zuschneiden kann, der im Kontext richtig gut antworten kann. Das wird eine Menge Luft nach oben geben an neuen Modellen, Geschäftsmodellen. Absolut. Und wie gesagt, es geht einfach darum, zu experimentieren, zu tun und Vorreiter zu sein. Ja. Der deutsche Mittelstand hat bewiesen, Vorreiter in Innovation und Progress zu zeigen in verschiedenen Industrien, in verschiedenen Kategorien von Produkten und Dienstleistungen. Jetzt ist die Zeit dafür, dass der deutsche Mittelstand Vorreiter in Nutzung von künstlicher Intelligenz wird. Und ich weiß, dass wir das zusammen wuppen werden und wuppen können. Aber noch ein Punkt zu mehr Möglichkeiten und wie diese künstliche Intelligenz auch im hybriden Umfeld, im hybriden Arbeiten unterstützen kann. Es gibt ein großes Thema mit wie behält man Zugehörigkeit, wie schafft man Inklusion, wie schafft man eine Kultur von auch Spaß miteinander, trotz dem hybriden und neuen Arten zu arbeiten. Das kann auch die künstliche Intelligenz ermöglichen, indem man zusammen kreativ wird. Mhm. Das haben wir mit meinem Team ausprobiert, Self-Portrait anstatt von ChatGPT, ganz schon spannende und lustige Geschichten dabei rausgekommen oder Gedichte schreiben über Mittelstand und Digitalisierung. Also das kann man auch für Mitarbeitermotivation und Stimmung und Klima nutzen, nicht nur für Geschäftsprozesse, also die Möglichkeiten sind enorm. Ich war vor ein paar Tagen in Ostwestfalen-Lippe und da fangen auch schon viele Mittelständler an, selbst zu programmieren mit ChatGPT aus einem Umfeld, wo man es dann gar nicht erwartet, also beispielsweise auch im Maschinenbaubereich. Also das ist ja, sagen wir, auch dann so eine offene Szene, so eine Entwicklerszene, da passiert ja jetzt eine ganze Menge. Ja, und das ist großartig und das ist die große Chance für Deutschland, weil wir haben auch dort dieselbe Ausgangssituation wie alle anderen Länder. Und es erlaubt uns zu demokratisieren. Das heißt, so wie du sagst, nachdem ChatGPT ja selber auch coden kann, das heißt, er kann ja Entwicklungsaufgaben abnehmen, einem Entwickler. Wir sind kurz davor, haben wir schon announced, dass ich auch über Sprache eingeben kann, können plötzlich Leute, die in der Vergangenheit sich gar nicht als Entwickler gesehen haben, wundervolle, nutzbringende Programme starten. Und das wird uns als Land tatsächlich einen Digitalisierungsschub geben, weil mehr Leute viel mehr erreichen können und die stupiden, monotonen Arbeiten auf jeden Fall von der Assistenz übernommen werden. Walzer sagte ja, das ist jetzt endlich die Vision, von der Suchmaschine zur Antwortmaschine zu kommen. Das hatte er schon mal 16 Jahre vorher prognostiziert. Aber jetzt ist doch mal der Tag gekommen, wo er sagte, jetzt entwickelt man sich endlich in diese Richtung. Was habt ihr noch vor heute hier auf dem Zukunftstag? Es ist erstmal, sind über 5000 Mittelständler hier. Ein großartiges Umfeld und eine wichtige Grundlage der Digitalisierung sind Partnerschaften, Netzwerke. Ja, und das gilt auch für uns. Ich freue mich später auf der Bühne nochmal sein zu können, mit einem hochwertigen, hochklassigen Panel über Digitalisierung reden zu können. Aber am allermeisten freue ich mich tatsächlich hier auf die Kontakte. Und bei dir? Also wir
Ich freue mich auf die Nähe zu Kunden, zu Entscheider, Entscheiderinnen, zu Unternehmer und Unternehmerinnen. Es ist uns sehr wichtig, dieser Mission, die wir uns gesetzt haben, die Zukunft, die digitale Zukunft des deutschen Mittelstands zu gestalten. Und ich hoffe, dass wir sehr viel Gespräch haben werden, sehr viele Bedenken auch ansprechen können und aus dem Weg schaffen können, damit diese Zusammenbeschleunigung auch kommt und natürlich ein bisschen Spaß dabei haben heute. Ja, also kommt noch schnell vorbei hier in die Station Berlin, aber ihr müsst euch vorher natürlich auch noch registrieren, denn hier findet natürlich auch noch eine Einlasskontrolle statt, aber kommt noch her hier in die Station Berlin an U-Bahnhof Gleis Dreieck. Viel Erfolg für eure Arbeit und ja, ihr könnt auch noch Fragen stellen, die könnt ihr danach dann auch noch beantworten auf LinkedIn und Co. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Mindestens einmal pro Woche erscheint ein neues Video mit interessanten Informationen rund um das Thema Netzinfrastruktur. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert gleich den Telekom-Netzkanal.